Ein fröhliches Skyby, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, wir sind ja hier das letzte Mal in dieses komische Grab gegangen, wo ich dann irgendwie das nicht so funktioniert hatte, wie wir uns das gedacht haben. Dann gucken wir doch mal, was hier in der schönen Kiste drin ist. Vielleicht fällt mir da was. Drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Können die ja machen, wenn die wollen, ne? Jetzt haben wir schon 2 von 3 No-Masken gefunden. Eine gibt es anscheinend noch. So, aber wir mussten ja das letzte Mal. Sollten wir dem einen Typ da hinterher. Okay, wir haben anscheinend keine Pfeile mehr. Also keinen Platz mehr für die Pfeile. Da ging es hoch zu dem Lager. Dann ist die Frage, wo ist denn der Typ hin? In Bergen. Noch Bergungsgut. Ich könnte da jetzt auch drüber spazieren über das Ding, aber das ist mir jetzt zu langweilig. Ist immer dasselbe. Ich glaube, dass der da hoch ist. So, ja, da kam die Treppe, da muss der hier lang gegangen sein. Aber das ist doch cool, dass überall Pfeile rumliegen. Alter! Okay, einer weg. Ist mal noch einer irgendwo. Alter, hat der mich erschreckt, ey. Bin jetzt mal aufgeschlitzt. Da war der andere. Ja, alles frei, genau. Warum? Weil ich die weggemacht habe. Das sind Hirsch. Okay, von hier sieht man hinten anscheinend auch noch ein Zeichen. Das sieht man, hat man nicht gesehen, wie ich vorne dran stand. Jetzt lang, hier lang. Schätze ich einfach mal. Ja, da oben steht der. Ich hab da das Dings. Ach so, meine Axt ist nicht stabil genug, stimmt. Die sind fasziniert. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Mich würde es eher mal interessieren, wie man eine stabilere Axt bekommt. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Okay, anscheinend müssen wir uns doch erst eine bessere Axt machen. Die Axt wieder hinkriegen. Das ist ein Lager. Okay, das ist ein Lager. Ganz ehrlich, das soll ein Lager sein. Okay, ah ja, jetzt können wir das machen. Okay, das ging nämlich beim letzten Mal noch nicht. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung, Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Okay. Dann verstärken wir mal die Axt. Okay, Stemmaxt. Gut, das heißt, wir haben jetzt eine bessere Axt. Und können somit auch die Kiste hier öffnen. Gucken, was da drin ist.
Schrott. Wer weiß, Schrott kann man immer gut gebrauchen. Okay, da sind wir schon wieder voll. Können wir auch unseren Bogen verwässern eigentlich. Ich wollte gerade sagen, hä? Na, jetzt geht's. Wir haben den Bogen-Upgrades. So, prähistorischer Bogen. Provisorisch. Oh Mann. Egal, okay, da haben wir auf jeden Fall noch nicht genug Bergungsgut für. Dann gucken wir doch mal, was da mit dem Tor ist. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Oh. Auf dem Tor. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier drin gefangen. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen. Ja. Selbst wenn es uns irrational ist. Es ist halt so, ne? Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Ja, das frage ich mich auch, warum die da mit der Fackel rumlaufen. Da könnte alles möglich. Es könnte alles anfackeln, aber. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Hast du da gesagt, Waschlappen oder was? Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Tiefe! Lara! Нужно слухать, мочи! Тут им нет! Bitte! Тихо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Ich will mal verstehen, was das sagt. Мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыбаться. Мочите их! Okay. Unsere Freunde sind anscheinend jetzt gefangen worden. Hey, bring die Gefangenen raus. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Wo sind wir überhaupt hin? Da hoch. Wie sieht's aus? Warum suchen die eigentlich nach mir? Was habe ich denn dem bitte gemacht? Da stand auf jeden Fall mal ein Tempel oder sowas. Diese Gruppe hat sich in sich. Die meisten werden getötet.
Okay. Die haben auch keine besseren Waffen wie ich. Und das ist auch gut so. Was siehst du? Was ist denn da bitte die Grube? Was soll denn das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, der findet uns. Komm, hau dem einer rein. Okay, anscheinend hat das nicht funktioniert. Obwohl ich F gedrückt hatte, als ich es machen sollte. Dann probieren wir es halt nochmal. Она тоже была порадочной стервой. Habe ich gerade mich umgebracht? Es ist mit den Quicktime-Events, es ist ein bisschen kacke. Ich muss mal so schnell reagieren und da bin ich so. Oh. Zack. In die Eier. Zack. Links, rechts und dann. Okay, also dem haben wir jetzt gerade seinen Kopf mit Blight received, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir ihn irgendwo erwischt. Die sollte nicht so schreien, sonst wissen die anderen ja, wo die ist. Und ich würde mir von den Magazinen mitnehmen. Weil der garantiert noch welche hat. Ja, ich brauche meine Pistole gewonnen. Okay, wir haben auf jeden Fall keine Munition, das ist ein bisschen doof. Hier hinten geht es auf jeden Fall nicht rum. Auf jeden Fall. Nee, die sind da unten. Ja, aber die hatte doch ihren Bogen mitgenommen, den muss sie doch auch irgendwo haben. Oh, okay, das ist Tab, funktioniert, wusste ich auch noch nicht. Ausrüstung, genau. Ah, okay, das heißt, wir können hier auch noch Upgrades meistern. Feuerpfeile, Napalmpfeile. Nice, Explosionspfeile. Verstärkte Wurfarme. Ach, das ist, okay, das ist die ganzen Sachen, die man da für die Ausrüstung freischalten kann. Okay, aber wofür man das ganze Bergungsgut braucht. Da ist noch eine! Sie ist dahinter! Ist sie tot?
Wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Oh doch. Headshot. Der war von mir. Das war der eine. Der eine aus unserer, aus meiner Mannschaft. Das ist, wie er hieß, heißt. Na, heißen tut er jetzt nichts mehr, aber. Ich hab nur so das Gefühl, für das hier. Komm raus, wo immer du auch steckst. Ah, deswegen der Bogen, wegen lautlosen Kills. Genau, das kriegt er nicht mit. Hier ist jemand. Ist logisch, ne, wenn der mit Pfeil und Bogen schießt. Halt die Klappe. Oh, wollen wir wissen, ob der Roth überhaupt da oben ist. Wir nehmen auf jeden Fall mal unsere ganzen Pfeile wieder mit. Holen da mal noch das bisschen Bergungsgut raus. Hallo, geh da hoch. Komm. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Roth, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Immer ist das miese Gefühl, dass der da mit drin hängt. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen. Ach stimmt, da oben auf dem Berg sollen wir ja drauf irgendwie, ne? Okay, was jetzt scheiße ist, ich habe mir keine Zeit eingestellt, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Das ist ein bisschen doof. Ich starte jetzt einfach mal hier meinen Timer. Also kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, als sie eigentlich sein sollte. So, wir gucken mal, wo kommen wir. Wo kommen wir denn hier hin? Keine Neuheit, dass man hier irgendwo rein kann. Okay, oh, was ist denn das? Mysterious. Bergtempel, komplette Karte. Das ist cool. Hier gibt es aber keine Fackeln, um das anzuzünden. Oder? Wann hatten die Waffe mit den Schalldämpfer? Den hatte die vorhin aber noch nicht gehabt. Na nee, egal, gehen wir erstmal wieder hier raus.
So, dann gucken wir noch mal, was da in dem Haus drin ist. Irgendwo muss es hier Feuer geben. Ja, wie zum Beispiel da in dem Lager, was wir hier gerade gesehen haben. Deine Bergung ist gut, Pfeile sind voll. Was haben wir hier? Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Oh, einen Behälter. Ja, wer hat das wohl zurückgelassen? Eine, die den Behälter wahrscheinlich nicht mehr gebraucht hat. Schätze ich mal. Okay, da oben sind wieder welche. Ah, ich glaube da unten. Da gibt's Feuer. Was ist das hier? Bergungsgut, das ist ein Buch, oder was? 25. Juli. Okay, das lasse ich jetzt nicht vorlesen. Das hätte ich ja schon mal gesagt. Wenn ihr wollt, dass ich das vorlese oder vorlesen lasse, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Weil sonst hält mich das hier nur unnötig auf, sage ich jetzt mal. Und deswegen macht einfach Pause und lest es euch durch. Oder schreibt es halt in die Kommentare, dann lasse ich das durchlaufen. Aber sonst lassen wir das mal. So. E gedrückt halten, um Fackel zu entzünden. So, dann machen wir das noch schnell mit der Fackel und dann suchen wir uns mal hier den. Gucken wir uns mal den Lagerplatz hier an. Die Landschaft ist schon eindrucksvoll. Muss man echt mal sagen. Das miese Gefühl, dass uns da die Fackel aus. Ja, genau. Da geht uns nämlich die Fackel aus. Ach scheiße. Das heißt, wir könnten höchstens irgendwie gucken, ob wir den Wasserfall blockieren können. Das kommt ja alles von da oben. Hä, aber wie? Aber wie? Naja, wir benutzen jetzt erstmal den Lagerplatz. Bei Alpen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Was alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Genau, es hilft dir nicht, wenn du darüber nachdenkst. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Okay, also wir können jetzt uns hier mal unsere Waffen angucken, was wir hier alles haben. Und zwar haben wir da den Bogen. Da können wir allerdings nichts verbessern, wenn wir nicht genug Money haben. Bei der Pistole könnten wir... Was können wir machen? Wir könnten theoretisch den... Dings, für die Rücklaufbremse hätten wir, ne, hätten wir auch nicht. Okay, da können wir auch noch nichts machen. Haha. Und dafür haben wir ja schon alles und für den Bogen langt es uns ja nicht, haben wir ja schon gesagt. So, was aber auch lustig ist, es gibt die Schnellreisefunktion, habe ich gerade entdeckt hier. Mhm. Wir können uns also auch von Lager zu Lager transportieren lassen, auf magische Art und Weise. Wir beamen uns einfach von links nach rechts über die komplette Map. Und obwohl, da könnte ich eigentlich gucken, wie lange ich schon aufnehme. Okay, das ist gut. Das langt jetzt von der Folgenlänge her. Ja, wir machen jetzt hier mal jetzt wieder raus aus dem Lager. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Wenn ihr ja, wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, würde mich natürlich freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein paar Kommentare da lasst und mal so schreibt, wie euch das ganze Projekt gefällt und so weiter und so fort. Und ja, wenn es euch nicht gefällt, ist auch egal, dann schreibt es trotzdem rein und sagt aber dann bitte auch, warum es euch nicht gefällt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Skybye und ciao!